Hi, ich bin die Maureen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Maureen heute bei mir, ihres Zeichen Künstlerin. Nichts bewegt sich, alles still. Und ich weiß mal wieder nicht, was ich will. Okay, wir haben gesagt, du bist Künstlerin. Jetzt haben wir natürlich den Eindruck davon, hauptsächlich Sängerin bist du. Und in dem Video, was wir gerade gesehen haben, Blick herum, singst du, du weißt mal wieder nicht, was du willst. Weißt du oft nicht in deinem Leben, was du willst? Also die meisten Zeiten, muss ich sagen, weiß ich eigentlich schon, was ich will. Es gibt aber heutzutage, glaube ich, vor allem so viele Optionen und deswegen ist es oft schwierig, da irgendwie auszuwählen. Ja. Kennst du das von dir persönlich? Ja. Was war so die letzte Entscheidung, vielleicht auch im Bereich auf deine Kunst, wo du gesagt hast, oh, mache ich so oder mache ich so? Vielleicht auch, wenn es um Musikrichtung geht einfach. Aber du hast dich entschieden für eine Musikrichtung. Du machst hauptsächlich im Techno-Bereich, Drum-and-Bass-Bereich. Warum hast du dich für die elektronische Musik entschieden? Ich habe mich dafür entschieden, weil oftmals ist es ja auch so halb arrangiert und halb produziert quasi. Und man kann natürlich mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Also da gibt es einen Produzenten, der sitzt in Russland, den habe ich natürlich noch nie gesehen, aber es ist halt eben nicht gerade ums Eck und dann bietet sich das ganz gut an in dem Rahmen. Und wie funktioniert denn die Zusammenarbeit, wenn zum Beispiel einer in Russland sitzt und du hier im schönen Stuttgart? Ja, die meiste Zeit ist es dann so, dass er Instrumental schickt quasi. Und dann kann ich mich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Und dann entstehen die Vocals halt. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über deine Zukunftsprojekte. Vorher schalten wir in meinen ersten Beitrag. Wir haben einen wahnsinnig interessanten Mann getroffen, der im Paradies lebt und arbeitet. Aber dieses Paradies ist bei uns in der Region. Schauen Sie selbst. Es ist einfach unglaublich wichtig, wenn man als Künstler, wie ich arbeite, dass man diese Berührung mit der Natur immer spürt und immer aufrechterhält. Und es ist hier wirklich der geschaffene Ort für meine Bedürfnisse. Ich habe hier Ruhe, ich habe immer die Tierwelt und die Pflanzenwelt um mich herum und finde hier wirklich die notwendige Inspiration, auch an dem Bächlein da und mit seinem Wasser. Und einem die Botschaften gibt, die man braucht, um letztlich in der Art schöpferisch tätig zu sein. Das könnte so ein interessantes Stück sein, aus dem man was machen kann, so wie er beschaffen ist und so wie er sich mir darstellt. Man müsste halt erstmal alles, was verwittert ist, abarbeiten, dass man sieht, was übrig bleibt und sich dann entsprechend von den vorgegebenen Strukturen inspirieren lassen für Fantasien, die dann zur Form führen. Natürlich, wenn man so viele Jahre sich hier aufhält, nimmt man wahr, dass man angefangen hat, auch die Umgebung hier mit zu prägen und zu gestalten. Ich habe mir diesen kleinen Weg zum Bach runter mit der Zeit mehr oder weniger geschaffen, habe ihn mit meinen Sägespänen gepolstert und die Bäumchen gepflanzt, dass das Hochwasser die Böschung nicht mitnimmt. Und begreife das fast als Meditation, auf und ab zu gehen, barfuß womöglich auf dem weichen Untergrund, und mache mir das tatsächlich immer wieder bewusst, was das auch für ein Geschenk ist, sich so bewegen zu können. So oder so ähnlich sieht es dann aus, wenn der Stein fertiggestellt ist und in dem Fall auf einem alten Kirschbaumsockel aufgesockelt wurde. Das ist eine freie Arbeit, die entstanden ist. Frei in dem Sinn, dass es keine konkrete Auftragsarbeit war mit einer bestimmten Vorstellung, sondern das hat, wie gesagt, der Stein in seinen Grundformen mir eingegeben. Und in dem Fall stellt es dar, den Menschen im Einklang mit der Natur in einer Haltung voller Frieden und Harmonie. Und das ist etwas, was vielleicht ein Wunsch und ein Traumbild bleibt, weil die Realität ist eine andere. Der Mensch geht alles andere als sorgsam und harmonisch mit seinesgleichen und der Natur um. Und vielleicht ist es meine Aufgabe, solche Botschaften in der Welt zurückzulassen. Die Besonderheit ist, das sind alles auch hauptsächlich uralte Eisen,
die ich in jungen Jahren schicksalshaft von einem älteren Herrn geschenkt bekommen habe. Und er hat mir ans Herz gelegt, ich soll sie gut verwalten und in seinem Sinne als Künstler dann mich verwirklichen. Ich behaupte nicht zu Unrecht, dass ich mich hier in der Mitte des Paradieses befinde. Ich ernähre mich mehr oder weniger den Sommer über von den Früchten, die auf den Bäumen wachsen. Ich habe eine Wasserflasche dabei und momentan sind es die Mirabellen, die mir schmecken. Kirschen, Äpfel, Nüsse, alles, was die Natur zu bieten hat. Und ich brauche ja nicht viel, ich pflück mir das halt täglich direkt vom Baum. Ja, der Dreh war total toll, einfach auch, weil diese kleine Katze die ganze Zeit um uns herum war. Und heute habe ich das wieder, das Glück, dass ein Tier dabei ist. Du hast einen kleinen Irie mitgebracht. Seit 3,5 Jahren lebt er bei dir. Warum keine Katze? Eine Katze habe ich auch, die habe ich von meinem Ex-Freund damals geschenkt bekommen. Die wohnt aber ganz ländlich bei meiner Mutter noch und kann da auch raus. Und ja, die Stadt wollte ich der nicht antun. Du hast mir so ein bisschen in der Vorbereitung auf unser Interview geschrieben, dass du manchmal, wenn du dich zum Beispiel leicht bekleidest im Sommer und mit dem Hund spazieren gehst, irgendwelchen Vorurteilen begegnest. Was sind das denn für Vorurteile? Das wirkt natürlich sehr ja, tussihaft oder sonst irgendwas. Also ist es generell tatsächlich ein Problem, dass du manchmal vielleicht nicht ernst genommen wirst, weil du das so erwähnst? Ja, ich glaube halt, dass die Leute da so keinen Mittelgrad kennen. Und Frauen sind halt entweder billig oder und Schlampen oder das andere Extrem. Und so ein Mittelgrad ist halt selten möglich. Aber den versuche ich irgendwie halt vielleicht da auch darzustellen, um eben auch zu sagen, den gibt's sehr wohl. Und ja, ich habe da schon hin und wieder mit zu kämpfen, ehrlich gesagt. Vor allem auch als Singlefrau einfach dann. Muss man sich immer wieder erstmal behaupten, bis man ernst genommen wird. Ja, gell? Ja. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, machen vorher kurz Werbung und sind gleich wieder da. Ja, heute bei mir zu Gast ist Maureen. Du bist Künstlerin, vor allen Dingen hauptsächlich Sängerin. Bist du die Einzige, die in deiner Familie künstlerisch kreativ ist oder haben deine Geschwister oder deine Eltern auch dieses Gen? Mein Vater auf jeden Fall. Also mein Vater, der spielt auch viele oder einige Instrumente und schreibt Musicals und. In denen hast du auch schon mitgespielt, ne? Es war einmal die Rolle eines Schafs, eines Vorlauten und dann Hirte. Ja, teilweise auch mal Hauptrollen dann später. Da war ich dann sehr stolz. Ja, als Kind habe ich da schon angefangen. Das ist jetzt so die Vergangenheit. Was steht an in Zukunft? Ja, also seit ein paar Monaten habe ich hier in Stuttgart ein Bandprojekt. Wir machen eigene Sachen, Elektropop auch mit ja, eigenen Texten selbst produziert. Und damit wollen wir auch natürlich live gehen irgendwann. Das läuft so. Dann mit den Leuten, mit denen ich eh schon zusammenarbeite, denke ich auch, wird in Zukunft immer wieder eine Zusammenarbeit stattfinden. Jetzt singst du nicht nur, sondern du interessierst dich auch für Fotografie. Das machst du aber hobbymäßig, ne? Interessierst du dich auch für Ausstellungen? Ich bin ja noch gar nicht allzu lange hier, quasi so ein Jahr rum. Ja, wird bestimmt noch stattfinden. Bisher habe ich leider noch keine Ausstellung besucht. Dann solltest du dir meinen nächsten Beitrag angucken, weil wir sind in einer ganz besonderen Ausstellung gewesen. Und welche das ist, sehen Sie jetzt. Hier geht es um jeden Einzelnen und nicht um die Masse. Hier geht es um 26 individuelle Geschichten. Es sind Lebens- und Überlebensgeschichten. Geflüchtete, die in den letzten 3 bis 4 Jahren nach Deutschland gekommen sind, dürfen im und vor dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg ihre Wünsche, Hoffnungen und Sorgen jeweils in einer Vitrine darstellen. Shafkat Ali Sahil ist einer von ihnen. Der 26-Jährige hat in Afghanistan an einem Gymnasium als Physiklehrer gearbeitet. Dann hat die Taliban die Schule zerstört und einem Kollegen von ihm den Kopf abgeschnitten. Er musste fliehen und ist über Umwege nach Deutschland gekommen. Diese Vitrine, das ist mein Tagebuch, die ich im Iran geschrieben habe. Und in diesem Geschichte habe ich meine Schmerzen geschrieben. Vor 18 Jahren habe ich meinen Vater verloren. Mein Vater war Polizist in Afghanistan, als Polizei gearbeitet. Und die Taliban hat ihn mitgenommen. Bis heute, ich höre überhaupt nicht von meinem Vater.
Ich bin jetzt räumlich 4 Jahre getrennt von meiner Frau, aber herzlich überhaupt nicht. Ich mag sie, sie ist immer in meinem Herz. Es sind Schicksale, die bewegen. Die Ausstellung soll zu Gesprächen zwischen Neuangekommenen und Alteingesessenen einladen. Bei der Gestaltung der Vitrine hat es nur eine Vorgabe gegeben. Die einzige Grenze, die eben gesetzt war, war, dass man einen Gegenstand finden musste, ein Objekt. Und das ist bei Menschen, die hierher geflohen sind, die nicht ihre Koffer gepackt haben, sondern die mit einer Tasche, einem Beutel gekommen sind oder mit gar nichts, natürlich nicht ganz so leicht. Die Gegenstände, die ihr Leben erzählen, liegen teilweise auf dem Grund des Mittelmeeres oder noch in der Heimat. Das hier sind zum Beispiel die Schuhe einer jungen Irakerin. Sie hat sie auf der gesamten Flucht nach Deutschland getragen. Die Ausstellung berührt die Besucher aus verschiedenen Gründen. Es ist spannend für viele, diesen Geschichten des Einzelnen, der Einzelnen zu begegnen und ganz andere Perspektiven zu bekommen als in den Nachrichten, ganz einzelnen Wünschen und auch Wünsche kennenzulernen, die man völlig nachvollziehen kann, weil man die gleichen hat. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, dass es spannend ist, ohne ein Bild von der Person zu haben, ohne das Gesicht schon, die ersten Urteile schon zu fällen, während man sie sieht, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Es ist wirklich eine ganz besondere Art der Begegnung, die Sie hier als Besucher im Haus der Geschichte Baden-Württemberg machen können. Und weil die Ausstellung so guten Anklang findet, ist sie bis zum 24. Februar 2019 verlängert worden. Maureen, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und meine Sendung endet immer mit 2 Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt bitte direkt in die Kamera sagen. Mein Veranstaltungstipp ist am 8. Dezember um 20 Uhr in der Porsche Arena Cypress Hill. Oder Sie gehen jetzt am Freitag zur Full Moon Party auf dem alten Gelände vom Zollamt. Vorher gibt es auch noch ein tolles Theaterstück, was Sie sich angucken können. Ich denke, das ist eine runde Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Für deine Zukunft. Wir sind gespannt, was mit dir passiert. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, machen Sie es gut. Und tschüss.